Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des MTI Know-How Coffees. Ich hoffe, Sie haben eine heiße Tasse Kaffee in der Hand, denn wir haben heute eine heiße Tasse Know-How für Sie. Und ich darf wieder bei mir begrüßen Gudrun Grevenstein. Hallo Gudrun. Ja, schönen guten Morgen auch, ne? Mit der Know-How-Kaffeetasse. Wir sind einheitlich unterwegs und für alle, die dich noch nicht kennen aus den vorherigen Know-how-Coffees, erzähl doch nochmal so ein, zwei Sätze zu dir. Ja, ich bin Trainerin und Beraterin. Ich helfe da, wo es bei Veränderungsprozessen so ein bisschen schwierig wird, wo es auch um Mitarbeiter geht, die vielleicht doch so ein bisschen auch Resistenz haben bei Thema Veränderung. Und das ein bisschen aufzubrechen und leicht galant gängig zu machen. Da bin ich am liebsten unterwegs. Da bist du am liebsten unterwegs. Und das ist ja auch so ein bisschen, Thema Veränderung ist so ein bisschen unser Thema heute. Wir sprechen heute über Meetings und unsere ganze Meetingkultur hat sich ja in den letzten 2 Jahren so ein bisschen geändert, richtig? Oh, auf jeden Fall. Also ich habe dann eine Studie gelesen, aber komme ich gleich dazu, ja. Dann lass uns doch mal einsteigen. Unser Thema ist heute Liberating Structures. Und wie hängt das zusammen? Liberating Structures und Meetings. Genau, spiele ich die Frage gerne mal zurück. Was denkst du? Woran denkst du bei Meetings? Bei Meetings, wenn ich ehrlich sein soll, aktuell denke ich daran, dass viele Meetings überflüssig sind. Also gefühlt kann jedes zweite Meeting auch eine E-Mail sein. Und ich denke natürlich an virtuelle Meetings. Ne? Also das begleitet uns und da muss ich sagen, finde ich manchmal herausfordernd, virtuelle Meetings. Es kann sehr chaotisch werden, weil man sitzt halt nicht so in einem Raum. Also es ist so eine typische Situation, kennst du bestimmt, ne? Wenn man jetzt in einem Raum sitzen würde und jemand sagt was und dann kann man ja die Körpersprache lesen und dann sieht man, ah, der möchte jetzt vielleicht was einwerfen. So, und so eine typische Situation, die mir bei Meetings immer auffällt, ist bei virtuellen Meetings, dass man das, je mehr Teilnehmer da sind, dann sieht man das ja aktuell gar nicht. Und dann bleibt mir vielleicht manchmal gar nichts anderes übrig, als denjenigen dann zu unterbrechen oder da, ne, drüber wegzureden, weil der vielleicht ja immer weiterredet und weiterredet und gar nicht sieht, dass da noch Einwürfe kommen wollen. Also das sind so meine Wahrnehmungen, die ich in den letzten 2 Jahren aus sehr, sehr vielen Meetings mitgenommen habe, dass es sehr herausfordernd sein kann. Ja, genau. Und was du sagst, dieses, man kann es nicht ablesen, der andere, will der jetzt was sagen, dann nimmt man sich zurück. Das ist auch so schwierig. Und ich zum Beispiel selber habe früher mich viel zu oft nicht gezeigt, beziehungsweise nicht gesprochen, weil ich dachte von wegen, du darfst keinen anderen unterbrechen, das ist unhöflich, ne, wurde mir so mitgegeben. Dann kommst du nicht zum Zug, du hast vielleicht eine gute Idee und die bleibt so weg. Und so ist es auch bei vielen. Es gibt diese, die immer gerne das Wort ergreifen und sind immer die gleichen. Und tatsächlich gibt es eine Studie, die sagt, 50% der Meetings sind wirklich unproduktiv. Das sagen Führungskräfte. Das würde ich sofort unterschreiben irgendwie. Aber ich meine, mir fällt auch nicht so richtig ein, wie man es irgendwie ändern kann irgendwo. Also. Aber noch dazu sagen auch ganz viel, ich glaube 46% sagen, dass, die Frequenz von Meetings hat zugenommen in der Corona-Zeit. Das heißt, es sind noch häufiger Meetings. Ne? Was du gerade vorhin auch sagst, das Meeting hätte auch eine E-Mail getan. Ne? Es finden viel mehr Meetings statt. Ne, diese 2-wöchentliche Absprachen mit in Meetings, die haben eine häufige Frequenz. Genau, ja, diese Frequenz hat zugenommen. Das würde ich unterschreiben, denn wo man sich dann vielleicht sonst so, wie du sagst, so 2-mal die Woche getroffen hat, wenn man im Büro war, ist es so bei virtuellen Meetings oder wenn man so ein virtuelles Team ist, zum Beispiel, man mietet sich häufiger irgendwie, weil man sonst das Gefühl hat, dass der Austausch nicht richtig stattfindet oder dass Informationen nicht richtig fließen. Das würde ich unterschreiben, dass es auch mehr geworden ist. Ja, ja. Und ich teile mal gerade meinen Bildschirm. Ich habe nämlich eine schöne Visualisierung, was es für Meetings gibt. Mhm. Ja, jetzt sehe ich deinen Bildschirm. Genau, und das ist eine Grafik, die halt auf der X-Achse zeigt, ne, wer ist
am Formen der nächsten Schritte beteiligt, entweder eine Person oder alle. Und auf der Y-Achse, wie wird der Inhalt kontrolliert? Entweder verteilt auf mehrere Leute oder zentral. Und dann haben wir das, was auch eine Meeting-Situation ist, das, was präsentiert wird und alle hören zu. Oder es gibt einen Status-Report, ich informiere euch über den Verlauf von dem und dem Projekt. Oder eine moderierte Diskussion. Ganz häufig erleben wir, okay, wir treffen uns und wir überlegen gemeinsam, wie wir XY lösen können. Und dann gibt es eine offene Diskussion. Und wir sehen Liberating Structures, über was wir heute sprechen, findet hier oben. Das heißt, wer ist beteiligt? Und wie sind die Leute beteiligt? Verteilt, also nicht nur eine Person. Und das ist so der Charme von Liberating Structures als Methode zum Moderieren, neue Ideen finden, Dinge auswerten, im Team auch abzuklären von wegen, ja, wie sind wir gerade unterwegs? Müssen wir mehr tun? Was sollten wir nicht mehr tun, ne, um da in den Austausch zu kommen? Und dadurch, dass alle beteiligt sind, sind es nicht nur die, die im Meeting das Wort ergreifen, sondern wirklich jeder kommt zu Wort. Das heißt, Liberating Structures ist für dich eine perfekte Methode, um Meetings produktiver zu machen. Definitiv. Also es ist eine Sache, die in kurzer Zeit stattfindet, der Austausch. Und es ist wirklich dadurch, dass jeder involviert ist, geht es nicht nur von wegen die Lauten, sondern auch die Introvertierten, wo immer wieder das Thema ist, dass die auch zum... Okay. Und was ist denn Liberating Structures genau? Jetzt haben wir ja schon gesehen, Liberating Structures bindet alle ein, die Informationen finden verteilt statt. Aber was ist das denn genau, Liberating Structures? Genau, das ist eine Sammlung von Methoden. Das sind 33 plus, also mindestens 33 gibt es, es entwickelt sich immer noch weiter. Die entwickelt wurden von zwei Erfindern aus der Komplexitätsforschung. Okay. Und wir haben überlegt, wie kann man Dinge auch reduzieren, einfach halten. Und das ist ein Methodenkit zum Interagieren, zum Zusammenarbeiten, für Teamwork, Abstimmung. Und das alles unter einem gefassten Tool zu verwenden. Und je nach Thema hat es unterschiedliche Ausrichtungen. Es gibt sogar eine App dazu. Das Ganze ist eine Open Source. Open Source, also es kostet nichts, es ist frei verfügbar. Und ich zeige gerne noch die App nochmal. Gerne. Da bin ich gespannt jetzt. Ja, jetzt sehe ich dein Bildschirm. Das heißt, Liberating Structures gibt es als App. Es ist praktisch so eine Toolbox, wo dann alles gesammelt ist. Genau. Ach, hier haben wir es auch. Liberating Structures. Die App heißt Lisa. Ne? Mhm. Liberating Structures App. Und es ist wirklich frei zugänglich, kostet nichts. Und hier drin sind die ganzen Anwendungen, die ganzen Methoden aufgeführt. Und da sehen wir bei den Hashtags, welches Thema sich mit der jeweiligen erarbeiten lässt. Ne? Zum Offenlegen von Sachen, zum Teilen, aber auch zum Analysieren, zum Planen. Da gibt es ganz unterschiedliche Methoden. Das heißt, es gibt eigentlich für jede Art von Meeting bestimmte Methoden hier in dieser App, die dann besonders gut funktionieren. Genau. Und da sind auch immer die Zeitmethoden angegeben. Das heißt, es kostet echt nicht viel Zeit. Man kann quasi nichts falsch machen. Ne? Ich zeige einmal die Methode, nennt sich One, Two, For All. Das ist so die für mich leichteste, häufigst benutzte Methode. Und hier wird gesagt, was die Methode ist, was sie kann. Und dann auch bei wie das abläuft. Und Liberating Structures ist eine Strukturform, die immer in jeder Methode gleich ist. Das heißt, hier oben sehen wir die Einladung gestalten. Das heißt, es wird anmoderiert, was jetzt gleich stattfindet. Wenn das in Präsenz stattfindet, geht es um den Aufbau und benötigte Materialien. Im Online-Verlauf quasi Breakout-Räume vorbereiten. Wie werden die Teilnehmer eingebunden? Wie sind die Gruppen zusammengesetzt? Und dann hier Ablauf und Dauer.
Und wenn es okay ist, beschreibe ich das mal kurz anhand. Gerne. Bei One, Two, For All, das steht One, steht für eine Minute, beschäftige ich mich mit dem Thema für dieses Meeting. Das heißt, derjenige, der das Meeting anberaumt hat, der das Meeting führt, sagt von wegen, wir treffen uns heute, weil wir über das Thema sprechen, wie können wir unsere Zusammenarbeit noch effizienter gestalten. Mhm. Und mit dieser Frage als Auftrag beschäftigt sich jeder eine Minute damit, okay, was denke ich dazu? Dann geht es in den Austausch zu zweit. Okay, dann also entweder face-to-face oder virtuell würde man dann Gruppenräume machen, ne? Genau. Mhm. Und dann geht man in den Austausch für 2 Minuten, wo alle denken, das ist auch viel zu kurz. Das wollte ich gerade sagen. Also gerade im virtuellen Bereich, wenn ich dann denke, ja, dann muss dann der Gruppenraum erst noch erstellt werden und dann ist man da 2 Minuten drin und dann wird man wieder zurückgeholt. Reicht das? 2 Minuten? Wahrscheinlich sagen alle von wegen viel zu kurz, aber es reicht, um erste Ideen gemeinsam diskutiert zu haben. Ja, man hat sich ja vorher mit der Idee selber beschäftigt, 1 Minute, dem Gegenüber diskutiert und hat für sich auch schon aufgeschrieben, vielleicht auch begleitet mit einem Online-Whiteboard, was denke ich dazu? Und dann sind die 2 Minuten rum, man wird zurückgespült. Die Leute kommen auch mit dem Lächeln zurück, weil sie sagen, von wegen, ey, ich wollte doch noch so viel erzählen. Ja, genau, das kann ich mir richtig vorstellen. Aber, also, wenn man jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, 2 Minuten hört sich furchtbar kurz an, aber es geht ja hier gerade darum, die Produktivität von Meetings zu steigern. Und das ist schon sehr zeiteffizient. Ne? Wenn man sagt, jeder macht sich 1 Minute im Kopf, dann gehen wir in einen Gruppenraum, immer zu zweit, wir tauschen uns 2 Minuten lang aus und dann kommt man zurück und arbeitet dann am besten noch mit einem Whiteboard, wo in diesen 2 Minuten schon Dinge gesammelt werden, dann hast du ja sofort Ergebnisse, weil, also korrigier mich, aber normalerweise ist man, glaube ich, in Meetings nicht so früh dabei, dann schon Sachen festzuhalten, oder? Also es ist tatsächlich so raus aus dem Kopf, ne? Nicht so lange denken, sondern aussprechen, mit jemandem zusammen diskutieren. Und dann, ja, ist zu kurz, es gibt vielleicht noch mehr Ideen, aber zum Starten, ne, es geht ja darum, wirklich ins Machen zu kommen. Ja, das ist ja das, was uns am meisten abhält, dass wir so viel denken, Ideen haben, aber die wollen ja auch umgesetzt werden, das heißt, konkreter zu werden. Und das ist ja noch nicht alles, nach den 2 Minuten kommt man zurück und dann gibt es nochmal eine Austauschzeit für 4 Minuten, wo sich 2 Paare zusammenfinden, das heißt, 4 Leute in einem Raum sind. 2 Minuten zu 2, 4 Minuten zu 4. Das passt sehr gut. Genau. Und dann geht es darum, von wegen, wo haben wir Gemeinsamkeiten in dem, was wir vorher besprochen haben, wo haben wir Unterschiede? Mhm. Und dann kommen alle zurück und die wichtigsten Erkenntnisse, ne, hier steht, stelle die Frage, welche Idee fand eure Gruppe besonders bemerkenswert? Ja, jede Gruppe stellt eine wichtige Idee vor und hier kann man dann mehr Zeit reingeben. Mhm. Was diese Methode aber auch ermöglicht, das ist so das Unglaubliche, wenn es um große Gruppen geht, bis zu 100 Leute, keine Ahnung, 500 Leute können ja dieses Ding parallel durchlaufen. Mhm. Man kann aus sehr großen Gruppen das immer wieder zurückführen und kann sich dann auch begrenzen. Das muss ja nicht ausufern in, jetzt berichten alle Gruppen mal 5 Minuten. Mhm. Ja? Aber man hat halt, also wenn man jetzt zum Beispiel im virtuellen Raum jetzt zum Beispiel mit einem virtuellen Whiteboard oder sowas arbeitet oder mit einem Conceptboard oder Mural oder was auch immer, man hat halt trotzdem, gehen wir jetzt wirklich mal von, keine Ahnung, 50 Leuten aus oder so, eine richtig große Gruppe, dann dadurch, dass die Leute sich halt ja zu zweit und dann zu viert treffen, du hast halt von allen Input, wie du schon gesagt hast, ne? Normalerweise gibt es dann immer so ein paar in Meetings, die immer federführend sind und die immer beitragen und die anderen verstecken sich so ein bisschen und hier hast du dann Input von allen, das ist schon cool, ne? Und da gehen dann ja auch keine Ideen verloren, ne? Was dann vielleicht sonst gar nicht zutage gekommen wäre. Genau, also es ist das Thema Partizipation, was ja auch heute ganz groß geschrieben wird. Es ist jeder beteiligt, egal ob es eine kleine Gruppe ist. Das geht mit 5 Leuten, das geht mit 500 Leuten. Ja, und man kann dann typischerweise in heutigen Zeiten auf dem Online-Whiteboard die wichtigsten Themen oder die gleichen Themen zusammenfügen und kann die nächsten Schritte ableiten. Und das ist ja auch eine Sache, die in vielen Meetings fehlt. Wie geht es jetzt weiter? Das Meeting ist zu Ende, man hat gesprochen, man hat so Ideen ausgetauscht, aber was sind denn die nächsten Schritte? Genau.
Und hier lässt sich dann auf dem Online-Whiteboard oder auf dem, wenn man mit Post-its arbeitet, im Meetingraum das zusammenführen und damit lässt sich die nächste Arbeitssession planen mit einem ganz klaren Arbeitsauftrag, mit einem ganz klaren Ergebnis von dem einen, um das weiterzuführen. Mhm. Und das ist was in vielen Meetings auch dieses Verschriftlichen oftmals auf der Strecke bleibt. Ja, genau. Und so passiert halt das Verschriftlichen eigentlich schon ja, die ganze Zeit während des Meetings, dadurch, dass die Leute das selber notieren auch. Ne? Also finde ich total praktisch. Das heißt, dieses One-Two-For-All war jetzt zum Beispiel eine super Methode für, wenn man Sachen offenlegen möchte, hast du gesagt. Ne? Und dann gibt es ja aber auch andere Meetings. Ne? Es gibt ja mit Sicherheit auch Strategie-Meetings oder keine Ahnung was. Und wir haben ja gesehen in dieser Toolbox, da wird einem schon direkt angezeigt, welche Methode für welches Meeting ich mal ausprobieren kann oder welche besonders gut funktioniert bei welchem Thema. Genau, und das ist am Ende kein Hexenwerk. Ne? Diese Struktur, wie ein Meeting abläuft, ist immer gleich. Die Interaktion, die ist anders ausgerichtet. Ne? Will ich jetzt irgendwie eine Stimmung hier abfragen oder möchte ich wirklich einen Strategieentwicklungsprozess ankicken. Ja? Mhm. Und das gibt das her in Kürze der Zeit mit einer klaren Struktur. Und das ist ja auch was wir mögen. Wir möchten ja geführt werden. Menschen möchten geführt werden. Und das ist durch diese Moderationsmethode sehr klar definiert und vorgegeben. Was würdest du jetzt unseren Zuschauern raten, die jetzt gesagt haben, Mensch, das ist echt eine interessante Toolbox, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Was sind so deine Tipps für jemanden, der sagt, das will ich jetzt aber in die Praxis mal umsetzen? Zum einen mich kontaktieren. Ne? bietest du Workshops an? Ja, tatsächlich, weil das ist in der heutigen Zeit, hätte ich mir vor 3 Jahren nicht vorstellen können. Ne? Du reist ja nicht irgendwo hin, um eine Methode vorzustellen. Aber heute das online zu begleiten und jemanden da in das Thema einzuführen oder mal ein Meeting zu moderieren, dass die Leute die Erfahrung machen, von wegen, ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Oder ich hätte gedacht, von wegen, da kommen noch ganz viele Rückfragen, wie das jetzt funktioniert. Es ist einfach tun, es ist einfach ausprobieren, ins Machen kommen. Weil mit der Studie, ne, 50% der Meetings sind unproduktiv. Was kann man denn groß falsch machen? Das stimmt, aber ich finde das einen guten Hinweis, dass du sagst, du begleitest da auch gerne mal oder gibst so einen Mini-Workshop oder begleitest auch mal ein Meeting. Wenn Sie daran Interesse haben, dann können Sie uns natürlich gerne hier in der Infobox finden, wie unsere Kontaktdaten. Dann leiten wir Ihre Anfrage gerne an Gut.Grevenstein weiter und die steht Ihnen dann helfend zur Seite. Aber du sagst eigentlich, das Wichtigste ist ausprobieren, keine Angst haben. Ja, und die Rückmeldung zeigt einfach von wegen, dass die Leute am Anfang schon ihre Vorbehalte haben. Es ist ja was Neues und Neues mögen die Menschen ja nicht. Mhm. Ne? Aber die Rückmeldung ist von wegen krass. Ne? Und auch in dieser großen Gruppe sich in einem kleinen Kontext auszutauschen, das ist das, was oft unterschätzt wird von der Wirkung. Ja, wir kennen das, 20 Leute in einem Raum, eine Stunde ist vorbei. Es waren die am Sprechen, die halt immer am Sprechen sind. Und so hat sich jeder mit eingebracht. Das ist eine unglaubliche Wirkung, wo dann auch die Leute sehen von wegen, das war gut. Ja, du hast gerade einen Punkt gesagt, den ich auch ganz interessant fand. Was hat man denn zu verlieren? Ich glaube, zu verlieren gar nichts. Weil wenn du mir sagst, dass irgendwie 46% aller Meetings unproduktiv sind, das ist ja auch echt ein kritischer Faktor. Das kann echt gefährlich werden. Ich glaube, jeder kennt das bestimmt, alle, die uns zuschauen, kennen das bestimmt. Manchmal sitzt man dann so nachmittags und guckt auf die Uhr und es ist 16 Uhr und du denkst, boah, ich war heute den ganzen Tag in Meetings, aber eigentlich habe ich noch gar nichts geschafft. Das wirkt sich ja auch auf die Produktivität auch aus. Ne? Also das kann ja im schlimmsten Fall auch Auswirkungen auf Zahlen haben, oder nicht? Also tatsächlich gibt es auch schon da die Zahl, dass Leute befürchten, dass auch ihr Marktanteil schrumpft, weil halt so viele Sachen unproduktiv sind. Ne? Ja, und das finde ich wirklich schon eine krasse Zahl. Und da sage ich, wie du sagst, was hat man denn zu verlieren? Nee, eigentlich hat man nur zu gewinnen. Ne? Was könnte man denn mit gut strukturierten, produktiven Meetings, wo ich jeden Input und alle Ideen gleich berücksichtigen kann. Was könnte man damit dann alles reißen? Das finde ich ganz spannend. Ja, einfach machen, ausprobieren und
sich auch nicht irgendwie diese Fehlerkultur, nicht dieses Denken von wegen, oder eher so denken von wegen, ich habe heute eine Erfahrung gemacht, okay, die war vielleicht im ersten Moment nicht so gut moderiert, dann ein zweites Mal versuchen und auch ein drittes Mal versuchen. Ne? Und ja, und vielleicht findet man ja auch irgendwann für sich so auch raus, zum Beispiel diese Methode funktioniert für mein Team zum Beispiel super gut und bei denen, das passt jetzt zum Beispiel nicht so auf uns. Oder man mixt sich so sein eigenes Meeting-Design vielleicht zusammen. Man hat ja mit Liberating Structures, mit dieser Sammlung an Methoden, ganz tolle Ressourcen, die man einfach mal ausprobieren kann. Ja, es ist die Freiheit, ne? Und es ist alles, wahrscheinlich ist es gar nicht so sehr, dass es so sehr durchdringt, weil es auch kostenfrei ist oder ich kann es mir nicht erklären, weil es ist unglaublich, was man damit probieren kann, in welcher Kürze der Zeit wirklich da was auf den Tisch kommt oder aufs Papier, auf den Bildschirm und dann die nächsten Schritte planen und machen. Ja, das finde ich einen wunderbaren Abschluss, Gudrun. Und ich glaube, da schicken wir unsere Zuschauer gerne mit in die Woche. Was kann man denn gewinnen? Produktivere Meetings, wer möchte das nicht? Wir machen Ihnen natürlich den Link zu dieser App, den schickst du uns, Gudrun, ne? Den machen wir für Sie in die Infobox rein. Da können Sie dann gerne mal schauen und sich da mal durchklicken, wenn Sie Austausch mit Gudrun haben möchten, wenn Sie ein bisschen Unterstützung haben wollen oder mehr Informationen, dann können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren. Ich bedanke mich für diesen spannenden Einblick. So einfach kann es manchmal sein, vielleicht einfach mal ausprobieren. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Ausgabe des MTI Know-How Coffee. Tschüss! Ich danke dir.